Wie schaut's hier aus? Irgendwas Neues? Er wird hoffentlich auch bald ruhig gestellt. Arbalistenschützen. Warum auch immer die Araber hier Arbalisten haben und die Europäer nicht. Gut, wir haben Armbrüste. Wir haben Armbrüste, ist okay. Trotzdem, auch das Heilige Römische Reich hatte Arbalisten. So gesehen hatte das Heilige Römische Reich fast alles. Man darf sie ja auch nicht zu OP machen. Sie hatten Ruhm, sie hatten Macht, sie hatten Frauen. Ja, Frauen waren auf jeden Fall drin, also das ist nicht gelogen. Stell dir mal vor, ein ganzes Königreich voller Frauen. Ganzes Königreich ohne Frauen. Stell dir mal vor. Das kann doch nicht funktionieren. Das wäre vielleicht als Kurort ganz gut, aber so von der reinen Funktion her, problematisch. So wegen Fortpflanzung und so, was irgendwie fehlt. Nach einer Generation ist da halt vorbei im Königreich. Sei denn, man lässt sich Kinder importieren. Aber warum sollte man das tun? Heute die philosophischen Themen wieder, oder? Du da machst das nicht. Vergiss es. Wird Zeit, dass ihr euch endlich ergebt. Ihr Kakerlaken, ihr. Wie schaut's denn jetzt aus eigentlich? Komm, das leisten wir uns jetzt. Ja, jetzt weiß ich mal ein bisschen besser Bescheid. Auf jeden Fall für Gelb ist jetzt so gut wie vorbei. Also die sind jetzt am Ende. Sehr gut gemacht, wirklich. Klasse. Stimmt, Schmiede. Weil ich sie gerade so sehe. Wisst ihr was? Erstens. Reliquien holen. Mit beiden. Du holst die hintere, der andere holt die vordere. Die holen wir dann uns rein. Und einer geht mal her und holt mir einfach die Schmiede hier. Warum selbst eine bauen? Ja, Saladin ist relativ groß aufgestellt, aber auch nicht so mega. Also es geht. Ich will jetzt nicht sagen, dass der jetzt eine Riesengefahr darstellt. Ich glaube, jetzt könnte man dann ziemlich stark auf Offensive gehen. Das Gaspedal. Das heißt, wir stürmen hier durch, machen so schnell es geht die Burg kaputt. Seid ihr eigentlich auch eine Jerusalem ist Feind von mir? Das ist natürlich doof. Dann muss ich Jerusalem auch noch besiegen, aber die werden sich wahrscheinlich defensiv halten, wie es aussieht. Die werden wohl keine großen Einheiten schicken. Aber Saladin, den muss ich ziemlich schnell und effektiv, so gut es geht, vernichten jetzt, wo ich ja weiß, wo er steckt. Der Lümmel. So, ihr bringt mir mal zurück. Da ist noch eine Kaserne. Ja komm, die bekehren wir auch einfach mal. Warum Gebäude zerstören, wenn wir sie einfach bekehren können? Obwohl es ist... Nee, es ist Damaskus. Die kriegen wir sogar. Gut, meine Burg steht ja hier, um ein bisschen Backup zu geben. Die Basis ist ein bisschen weit weg, aber es ist nah genug dran, wie ich finde, dass wir hier noch unterstützen können im Falle. Hier ist noch Stein. Hier. Richie kam nicht zu sehr viel. Och, Richard. Macht doch nicht so Sachen. 1000 Reservegold dürften eigentlich so hinhauen. So. Okay. Gehen wir mal auf Possession. Gibt auch einige Dorfbewohner, die wir nicht mehr brauchen, um ein bisschen zu sparen. Sparmaßnahmen. So. Ich würde sagen, das war jetzt gut gespart. Jetzt kriegen wir nämlich vor allem noch ein paar Schützen dazu. Noch ein paar Paladine und noch ein, zwei Kanonen. Für unseren... Ja, für unseren Blitzkrieg so gesehen. Wir wollen jetzt wirklich so schnell es geht hier durch.
Das sind alles Zelte. Ich will so schnell es geht durch und die meisten Gebäude kaputt machen. Alles, was irgendwie von Bedeutung ist bei ihm. Das Dorfzentrum kann wirklich als letztes bleiben. Das Schöne ist, diesmal sehe ich ja, wo er sich hin verpieselt. Da hat er keine allzu große Chance, jetzt vor mir abzuhauen. Du bist jetzt endlich mal ruhig da unten. Acht Reichweite, ich habe hier 7. Das ist gemein. Da könnte mich Kiten brennen prinzipiell mit der einen Reichweite. Er versucht es, das ist doch nicht zu fassen. Na also. So. Ruhe. Das war mein Plan. Ihr beiden bleibt mal da. Zur Sicherheit. Ich habe doch noch meine 3 Tribocke. Ja, wunderbare. Ihr kommt auch mal mit. Ihr könnt eigentlich noch... Was ich hier noch an verstreuten Truppen habe. Ist wahr. Die Gelben ergeben sich aber nicht, oder? Die ergelben sich nicht. Nee, ergelben sich kein bisschen. Kommt nicht mal auf die Idee, sich zu ergelben. Die Geben. Die Geben kommen einfach nicht auf die Idee, sich zu ergelben. Das ist einfach dreist. Hi. Auf der Durchreise? Ich mach mal auf. Oder warte ich auf die Tribocken noch? Wo sind sie denn? Die Tribocken stoßen später dazu. Die nutze ich dann, das Dorfzentrum zu zermürben. Das wird einfach vernichtet. Und weiter aufmachen. Jetzt wollen sie alle durch. Okay, Mamelucken, das heißt Schützen vorwärts. Bevor es böse wehtut. Ihr bleibt mal ein bisschen hinter. Macht mal lieber defensive Haltung. Lassen wir sie eben durch den engen Pass. Da schießen sie alle. Und weiter durch. Ich werde ja sowieso öfters mal kritisiert, weil ich meine Leute nicht in den freien Tod schicke. So was? Ich meine, so wie ich hier taktiere, hätten es wahrscheinlich, also jetzt einfach von wegen Gegner durch einen Engpass locken und zermürben, so gut es geht. Das sind einfach Taktiken, die hätte wahrscheinlich jeder General damals gemacht. Jeder Anführer, der die Möglichkeit gehabt hätte, dies zu tun. Wenn man die Wahl hat, Verluste einzusparen oder seine Truppen in den freien Tod zu schicken. Ich glaube, man macht sich nicht sehr beliebt als Anführer, wenn man seine Truppen einfach mutwillig in den freien Tod schickt. Das ist, zumindest habe ich so das Gefühl, dass das den Truppen nicht so gefallen wird. Stell ich mal vor, ihr seid in der Armee und so. Ja, wir könnten den Gegner zwar sehr verlustfrei besiegen, aber rennt da mal bitte direkt und mit erhobenem Säbel da direkt in die gegnerischen Verteidigungsanlagen rein, bitte. Direkt so vor die Armbrust stellen und so ein bisschen auf die Brust ausrichten und sagen, jetzt feuer mal bitte ab, wir brauchen noch ein paar Verluste auf unserer Seite. Oh Mann, look, kaputt schießen. So, kommt erst gar nicht dazu, seine Tribocke einsetzen zu können. Genauso habe ich es gerne. Das sind alles Zelte, das ist der Marktplatz, da soll mir auch erstmal am Popo vorbeigehen. Gut, dann sind wir hier eigentlich mit der linken Seite durch, nachdem wir hier den Schützenplatz kaputt haben. Mehr Schützen, mehr Paladine. Das funktioniert ganz gut, die Kombo gegen hier, Sarazen. So, weiter vor. Wie gesagt, weiter rüber. Machen wir weiter. Vorher etwas merkt. Na gut, gemerkt hat es jetzt schon, aber egal. So ähnlich wie bei Warframe. So. Man dringt in die Basis ein mit Schusswaffen, Leute sterben, Kontakt bricht ab. Man hackt sich durch, resettet den Alarm. Oh Leute, alles ist in Ordnung. Das ist bei Warframe sowieso komisch irgendwie mit dem Alarm. Keiner hat eine Ahnung, dass du da bist. Nö, ich habe zwar vorhin irgendwie den gesamten unteren Bereich von der Basis komplett gestürmt und die Gegner alle getötet und die melden sich bestimmt auch nicht mehr zurück oder so. Aber der feindliche Kommandant wird bestimmt keine Ahnung haben, dass da Eindringlinge sind oder so. Nee, kein bisschen. Du bist immer noch unentdeckt.
Priester, Priester, Priester. Priester, Priester, Priester. Alter, viel zu viele Priester. Fröhliche Priester überall. Schnell hier kaputt machen. Und noch viel mehr kaputt machen. Kaputt machen oder... Wo kommt der Elefant her? Wo kommt der Elefant her? Kann mir das jemand erklären? Wo kommt der Elefant her? Den habe ich doch vorher nicht da abgestellt. Boah, was hier an Pfeilhagel ist. Komm, wir müssen immer mehr Gebäude kaputt machen. Mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Einfach schwimmen, einfach schwimmen. Da, jetzt hier, Dorfzentrum. Dorfus, Centrus, Gewaltibus, Zerstöribus. Ja, komm, ihr bekehrt ihn mal zu Tode. Die Kirche ist auch... Boah, wir werden hier gerade so ins Feuer genommen. Aber einfach weitermachen, das wird das schon, das wird schon, das wird schon. Wir müssen Verstärkung sammeln. Jetzt haben wir Goldprobleme. Shit. Woher diese Goldprobleme bloß kommen, nicht wahr? Macht noch so viel kaputt wie möglich. So schnell können sie sich nicht wieder aufbauen. So, hier ist erstmal Ruhe. Shit. Bam. Oh Gott. Verstärkung. Dringend. Das Schöne ist, die Gegner können jetzt gerade eine kurze Weile zumindest nichts nachbauen. Das müssen wir ausnutzen, aber aufs Extremste. Es wird nämlich nicht lange halten, bis sie sich wieder neu aufbauen. Na gut, Kaserne und Belagerungswaffen. Aber Belagerungswaffen hält sich Saladin unglaublich zurück, muss ich sagen. Ich glaube, ich könnte jetzt doch mal die Schmiede benutzen, ne? Ich weiß, ich komme verdammt früh damit. Aber ja. Solange ich immer wieder Dorfbewohner töte, werden die auf langfristig gewinnen. Solange sie kein Dorfzentrum haben. Immer mal wieder Dorfbewohner umhauen. Dürfen kein Dorfzentrum aufbauen. Moment mal. Er hat keine Burg mehr. Das soll heißen, keine Mamelucken mehr für ihn. Das heißt, wir brauchen umso mehr Paladine. Wir brauchen umso mehr Gold jetzt gerade. Gold, 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 Gold. Dorfzentrum, oder? Dachte ich es mir. Verhindern! Auf der Stelle! Boah, ich muss jetzt so schnell es geht hier endlich mal den blöden Tempel vernichten. Boah! Unglaublich! Dorfbewohner töten. Immer mehr. So retten wir die Welt. Und ihr macht mir die Tempel jetzt kaputt. Egal, wie ihr es anstellt. Von mir ist im Handstand. Bock im Handstand. Hm. Seems like it. Ne, 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 Freund. Stirb. Schuft. Ihr haltet die auf, bevor sie mir die Brücke bekehren. Weil die Priester müssen ja ziemlich nah ran an diese Brücke, habe ich bemerkt. Zu bekehren. Wären Priester damals echt so effektiv gewesen, das ist perfekte Konter gegen den Reiteransturm. Priester, erste Reihe. Los, bekehrt mal bitte. Da unten ist noch ein Stall, merke ich gerade. Da kommen die Bogenschützen alle her. Aber ich glaube, jetzt sind wir soweit fertig. Sehr schön. Ich hätte dann ein paar Kanönchen mehr. Hi. Wie läuft's?
So, ihr baut euch nirgendwo mehr auf. Ihr müsstet jetzt soweit fast außer Gefecht sein. Ich sage fast, weil die haben noch einen Schießstand. Na komm, schieß! Priester hat zwar ein Steinschloss direkt ins Gesicht bekommen, aber... Den Tempel hier müssen wir auf jeden Fall noch kaputt machen. Der ist unser Feind. Oh, der hat auch eine Wegkehrreichweite. Das ist ja übel. Na gut, wir wissen ja, wie weit die geht. So, mach kaputt. Macht sie tot. Tötet es, bevor es Eier legt. Los, kaputt machen. Das ist kein Kloster, das ist ein Höllentor, ist das. Da ist wieder der Elefant, der Einsame. Tut mir leid, ich habe gerade keine Priester mehr da, um dich meine Reihe anzuschließen zu lassen. Oder doch, ich habe noch einen. Wir können es mal versuchen. Komm mal her. Die Häuser hier sind eigentlich Wurst. Wir machen hier noch den Schießstand kaputt. Und die Kaserne. Komm zu mir, Elefant. Sei ein braver Elefant. Yay! Nur wegen dem einen Elefanten hat Damaskus sich bis jetzt nicht ergeben. Das ist irgendwie... lustig. Okay. Saladin ist soweit auch gleich weg. Und hier... das ist jetzt nur noch Formsache. So, da ist, wir haben es geschafft. Ihr macht mal die noch weg. So. Heieiei, es hat sich aber ziemlich gezogen. Jetzt vor allem mit dem Nachspielen. Apropos, ich muss mal wieder speichern, bevor wieder was passiert. Ich setze jetzt aber... wuh. Ich habe keine Lust, den Saladin-Angriff nochmal zu machen. Meine Nerven sind gerade ein bisschen blank, was hier nochmal nachspielen angeht, so, wenn jetzt irgendwas passiert. Ja, sind sie. Ja, dies war. So, dann gehen wir von da aus rein, würde ich sagen. So. Nehmen wir den direktesten Weg. Ah, gehen wir hier rein. Passt. Dort, wo wir uns gerade schon aufgestellt haben. Die Bocke bitte zusammenpacken. Die Häuser können stehen bleiben. Gut, die können fertig brennen. Falschen Button angeklickt. Ich bin toll. Warum? Weil ich toll bin, ja. Warum bin ich toll? Weil ich toll bin. Hä? Auch mit Verstrahltheit kommt man ans Ziel, wie man sieht. So, der Bock ist nicht zu feiern. Ich glaube, den Priester kriege ich nicht so recht. Aber wir schießen dann gleich auf und dann kommt unsere Kavallerie an Sturm rein und macht die Priester weg. Der wird den nicht nachbauen, wenn ich das richtig sehe. Mal ein Stück zurück. So. Machen wir es mal so. Bam, auf den Kopf, Junge. Die stehen irgendwie Schlange gerade, um hier Kanonen auf den Kopf zu kriegen. Das soll mir recht sein. Oh. Abgeerntet. Abgeentet. Oh oh. Oh oh. Nein! Was ist mit los? Rein da! Kaputt machen! Hier macht man ein bisschen mehr Platz. Das sind immer noch so Saladin-Überreste.
Apropos Überreste. Friedrich, du kannst schon mal runterfahren. Apropos. Wir haben in der gesamten Kampagne noch keinen Helden gesteuert. Außer jetzt. Wir haben jetzt Friedrich dabei, mehr oder minder. Beziehungsweise was von ihm übrig ist. Oder ansonsten haben wir keinen Helden gestartet in dieser Kampagne, glaube ich. Ihr seid schon fast da, nur noch ein wenig. Ah, ist klasse. Okay, lass mich mal weiter rein, bitte. Schieß mir noch die Türme kaputt. Hier werden keine Soldaten ausgebildet, von daher. Keine Priorität. Na? Ich verklick mich die letzte Zeit immer, was das Abbauen angeht. Das Abbauen. Das Abbaumen. Was sollten wir Felsenturm zerstören? Nein! Gucke mal den hinteren Turm, die Kanonen den vorderen und alles wird glücklich. Jede Zelle an jeder Stelle und so. Hauptsache dem Kahn passiert auf dem Weg nichts. Ich bin gerade überlegen, ob wir... Nee, wir hatten keinen Helden dabei. Wir hatten echt keinen Helden die ganze Zeit. Friedrichs Überrest in der letzten Mission ist der einzige Held, den wir haben in der Kampagne. Kaiser im Fass, der stärkste Held der Geschichte. Also, Kaiser im Fass, das hört sich echt so irgendwie... Also, keine Ahnung, das hört sich nach irgendeiner Spezialität an oder so. Kaiser im Fass. So. Bringen wir es hinter uns, Friedrich. Zum Glück war es sein letzter Wunsch, nicht auf den Mond zu kommen oder so. Da hätten wir noch einiges vor uns gehabt. Kaputt machen jetzt. Schießt schon so dreist mein Tribok an. Gehen wir mal rein, speichern nochmal. Stell dich mal vor, ich hätte bis jetzt nicht ein einziges Mal gespeichert und jetzt würde das Spiel abschmieren und ich dürfte alles nachspielen. Boah, ey, wisst ihr wie... Boah, ich glaube, so angepisst wäre ich schon lange nicht mehr gewesen. Ich, ganz ehrlich... Wenn wir jetzt hier, abgestürzt und hätte nachspielen müssen, hätte ich mit Cheats gehört, oder hätte ich mal die Cheats demonstriert. Die Cheats, apropos Cheats demonstrieren, das mache ich, denke ich mal, in Conquer, in Add-on. Das kann man da immer noch genauso machen. Machen wir irgendwann einfach mal ein Skirmish-Special und probieren mal einfach die Cheats durch. Gehört ja irgendwie dazu. Guck mal, Bärbel. Kaiser hat Jerusalem erreicht, aber nicht so, wie er es erwartet hatte. Dennoch ist es für Friedrich Barbarossa ein abschließender Sieg. Hey. Dann verteilt mal ein bisschen oder so. Um jeden großen König, von Arthur bis Barbarossa, rankt sich eine Legende, wonach der König eines Tages zurückkehren soll, wenn sein Land ihn braucht. Die Mythen und Legenden über den schlafenden Kaiser wurden in deutschen Sagen überliefert. Das Heilige Römische Reich sollte nicht andauern. Es zerfiel wieder zu einem Mosaik aus winzigen Einzelstaaten. Einige waren der Meinung, Barbarossas Herrschaft war ein Misserfolg. Aber ist es für diesen Mann nicht eine großartige Hinterlassenschaft, dass allein durch seinen Willen ein ganzes Kaiserreich zusammengehalten wurde? Und was passierte mit Heinrich dem Löwen? Nach Barbarossas Tod hielt ihn nichts davon ab, ins Heilige Römische Reich zurückzukehren. Aber ich bin jetzt ein alter Mann. Wem könnte ich denn noch schaden? Du bist es! Du bist es! Du Arsch! Doppelverräter! Unglaublich! Dem würde ich... Boah! Dem würde ich nur so weit trauen, wie ich ihn werfen kann. Bei Kindern ist es ziemlich weit, deswegen traue ich Kindern ziemlich weit. Aber... Bei ihm? Ne. Ne. Aber gut. Alles klar. Militär, Wirtschaft. Ja, an sich wirtschaftlich. Obwohl, Saladin hat Holz gesammelt wie sonst irgendwas.
Steine auch nicht wenig. Ja, ja. Richard Löwenherz ist ja mal so richtig... Richard Löwenherz bis zum Ende überlebt. Ja, das ist einfach... Sein Marktplatz hat überdauert. Der Marktplatz des Richard Löwenherz hat einfach alle Zeiten überdauert. Okay, alles klar. Das wäre die letzte Mission gewesen. Der letzten Kampagne. Ja, das waren die Age of Kings Kampagnen. Dann bedanke ich mich soweit fürs Zusehen bei allen. Und wir sehen uns dann nach einer kleinen Pause, weil jetzt wird erstmal ein bisschen Stronghold weitergespielt. Die meisten wissen ja Bescheid. Nach einer kleinen Pause werden wir weitermachen mit den Eroberer-Kampagnen. Und da geht es dann los mit Attila der Hunne. Was gibt's denn da? El Cid. Gut. Ah, Spanien. Gut, sieht man vielleicht auch ein bisschen auf der Karte und so. Dann... Okay, das ist auch ganz interessant. Spielen wir nicht in Europa. Und Schlachten der Eroberer, was ist denn das? Okay, werden wir bei Zeiten sehen. Das werden wir einfach selbst spielen. Wir werden ja sehen, was uns erwartet. Aber das ist in Frankreich drin. Irgendwie bin ich ein bisschen gespannt. Okay, dann bedanke ich mich nochmal fürs Zusehen und wir sehen uns dann bei den Eroberer-Kampagnen. Bis dahin. Bye, bye.